Ich weiß, dass das hier sich jetzt niemand anhören wird. Aber manchmal, wenn ich müde bin, dann steige ich in mein Bett und bevor ich schlafe, fange ich an zu beten. Und manchmal schlendere ich in die Küche und schnapp mir etwas zu essen. Aber bevor ich esse, danke ich Gott für das Essen. Denn ich weiß, dass es Gott gibt. Und ich bin froh, dass ich keine Nacktschnecke bin, die Gott nicht kennt. Hallo, ich bin Jens der Christ und ich habe den Sinn für Humor verloren. Denn wenn ich ihn hätte, dann hätte ich sagen sollen, ich weiß, dass das hier niemand lesen wird. Aber manchmal, wenn mir langweilig ist, steige ich in einen Schlafsack und reibe mich mit Butter ein. Dann rutsche ich durch die Küche und tu so, als ob ich eine Nacktschnecke sei. Aber weißt du was? Im Leben geht's nicht nur um Spaß. Manchmal ist was anderes viel wichtiger. Und ich bin mir sicher, ich werde meinen Humor irgendwann schon wieder finden. Wobei, einige haben behauptet, ich hätte noch nie Humor gehabt. Und wenn das wirklich so sein sollte, dann habe ich ihn ja gar nicht verloren. Ach ja, sollte dir diese Aktion irgendwie auf Facebook begegnen, dann kannst du ja mal überlegen, ob du dich dafür entscheidest, dass du Humor hast oder deinen Facebook-Freunden etwas über Gott erzählst. Wie auch immer du dich entscheidest, Gott segne dich.